Hi. So, bist du ja endlich. Dann können wir ja auch endlich anfangen. Hey Johnny, mach die Kippe aus. Ich hab dir schon 100 Mal gesagt, dass mir die Qualmerei auf die Stimme geht. Hat dir nicht schon mal jemand gesagt, dass du ein riesen Arschloch bist? Andauernd. Aber von dir höchst am liebsten. Hey, der hört doch auf mit dem Scheiß. Also Leute, ein für alle Mal. Ich hab mir den Arsch aufgerissen, um diesen Gig klar zu machen. Das ist ein etwas anderes Kaliber als Scheidungspartys oder Schulfeste. Kapiert ihr das? Also lasst uns bitte unser Bestes geben. Wenn wir nächste Woche bei unserem Gig so klingen, dann spielen wir glatt den Saal leer. Alter, das reißt euch mal ein bisschen zusammen. Nochmal von vorne. Klappt, Kathi? Hundertprozentig. Und was soll das werden, wenn es fertig ist? Nichts brauchen die Menschen heutzutage dringender als Vitamine. Sie arbeiten den ganzen Tag lang im Sitzen, atmen verseuchte Luft und fressen diesen Fastfood-Kram. Was meinst du denn mit Fastfood-Kram? Etwa meine Küche? Möchtest du mal kosten? Apfelorange. Und? Wie schmeckt's? Lecker. Nach Apfel und Orange. 7 Mark. Was ist denn mit dir? Ich habe mit Uschi vereinbart, dass ich am Umsatz beteiligt bin. Du wirst schon sehen, es klappt. Der Anrainer, das ist immer noch ein Wirtschaft und kein Ökoboot, verstehst du? Und jetzt Jank. Möchtest du lieber Kiwi mit Ananas? Kathi, mach da den Wickerküss. Hey Nico, habe ich Süßigkeiten da? Hi. Danke. Muss ich so anschleichen? Wie sieht's aus? Hast du Bock auf einen Kölsch im Anrainer? Nee, ich muss noch was üben. Du bist gut genug. Ich lade dich auch ein. Bei mir zu Hause wartet bestimmt schon wieder meine Mutter und will mir Arbeit aufdrücken. Und da will ich mich erstmal nicht blicken lassen. Vielleicht ein andermal, ja? Ach, nicht so schlapp. Auch ein Genie muss mal raus in eine Kneipe. Was ist denn los? Nix. Komm, nur eins. Danach kannst du doch weitermachen. Bedienung bitte. Ja, wir hätten da gerne noch 4 Tataten. Oh, das tut mir aber leid. Tataten sind alle, aber vielleicht kann ich Ihnen 4 Mettbrötchen bringen. Das ist doch dasselbe. Keineswegs. Für Tatarhappen müssen Rinder ihr Leben lassen, während für die Mettbrötchen die kleinen Schweinchen dran glauben müssen. Also 4 Mettbrötchen? Ja. Guten Tag. Sie können sich danach überlegen. Ach, übrigens, ich habe ganz leckere Säfte. Alle frisch gepresst. Nein, danke. Sascha, tu dies, Sascha, tu das, den ganzen Tag. Was kann ich euch denn bringen? Kölsch. Auch ein Kölsch. Ach, und ich hätte gerne noch einen Schnaps. Ja. Guten Tag. Was darf es sein? Vielleicht einen frisch gepressten Saft? Nein, danke. Lieber einen Kaffee. Schwarz. Sind Sie Uschi? Ja. Hallo. Bruno. Mir wurde gesagt, Sie kennen sich hier im Viertel am besten aus. Na ja. Ich suche einen Freund, einen guten Freund. Heinrich. Bitte schön. Heinrich? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Hat der einen Nachnamen? Ja, sicher, aber den weiß ich nicht. Er hat mir nur eine Karte geschickt. Ich soll ihn mal besuchen kommen. Oh. Sieht aber ganz schön alt aus, ne? Ja, das ist schon eine Weile her. Tut mir leid. Wenn ich immer nach der Pfeife meiner Mutter tanzen würde, dann käme ich gar nicht mehr raus. Oh, weiß nicht, ich glaube, ich bin meinen Eltern scheißegal. Die haben genug mit sich selbst zu tun. Sei froh. Seitdem mein Vater tot ist, herrscht bei uns zu Hause eine ganz komische Stimmung. Aber ihr wart da sowas wie eine richtige Familie? Mein Alter hat sich doch immer mehr ausgeklinkt. Vermisst ihr nicht? Nee.
Hört sich vielleicht hart an, aber als er gestorben ist, habe ich gedacht, ich müsste jetzt traurig sein. Ich habe sogar versucht zu heulen. Habt ihr denn früher miteinander geredet? Ach, hatte doch eh nie für mich Zeit. Sobald ich mit meinem Zivildienst anfange und ein bisschen Kohle verdiene, bin ich raus da. Und deine Mutter? Ach, meine Mutter. Die hat immer versucht, jeden Streit zu vermeiden. Ich habe in all den Jahren nie mitgekriegt, dass bei denen mal die Fetzen geflogen sind. Echt? Bei uns waren ständig Streitereien und Schreiereien und alles Mögliche. Tja, deine Mutter lässt sich eben nicht alles gefallen. Die ist irgendwie, ja, irgendwie richtig klasse. Hast du eine Ahnung? Rudolf! Hallo! Die schickt uns der Himmel. Hier ist jemand. Bruno. Ja, also, der sucht den. Tag. Ja, ich suche einen Freund. Kennen Sie hier in der Gegend vielleicht einen gewissen Heinrich? Heinrich? Nee, wer soll denn das sein? Wie sieht er denn aus? Groß, breitschultrig, Halbglatze, blaue Augen. Ach ja, er hat eine Tätowierung auf dem rechten Unterarm. Eine Meerjungfrau. Eine Meerjungfrau? Dann meinen Sie sicher den Heinrich Barkowski. Sie kennen ihn? Ja, er wohnte mal hier. Ach, und jetzt nicht mehr? Ich hoffe, es erschreckt Sie nicht allzu sehr, wenn ich Ihnen sage, dass der Heinrich Barkowski tot ist. Heinrich? Ja. Ist tot? Ja, beinahe 10 Jahre schon. Bruno, Sie sind ja ganz blass geworden. Wollen Sie einen Schnaps? Wo ist er denn begraben? Hier auf dem Mühlheimer Friedhof. Ja, tut mir leid. Danke. Schön. Angenehmen Tag. Er sucht den Barkowski, der schon so lange tot ist. Sag mal, Barkowski? Ist er nicht der, der sich aufgehängt hat? Ja, keiner wusste warum. Hast du ihm dann etwa gesagt? Eigentlich müsste ich dir ja böse sein, mein Lieber. Du hast mir ein ganz schönes Schlamassel hinterlassen. Hättest du es mir ruhig sagen können, dass du deine Lebensversicherung beliehen hast? Das Geld könnten wir im Moment gut gebrauchen, um überhaupt erstmal über die Runden zu kommen. Du weißt doch, wie schlecht der Laden läuft. Du, Dickschädel, musst es natürlich wie immer alles alleine machen. Ich hab dir was mitgebracht.
Wie läuft das, Chef? Miserabel. Ich habe noch nicht einen Saft verkauft. Macht dir nichts draus. In der Kneipe trinken die Leute eben lieber Bier, ne, Schätzchen? Uschi, gib's mal noch Kölsch. Ja. Adamski? Ja? Wie wär's denn mit einem leckeren, gesunden Saft? Kriegst du ihn auch für die Hälfte? Die Hälfte? Was gibt denn da so viel Saft? Was du willst, ich hab alles. Ich hab Banane, Ananas, Orange, Kiwi, Grapefruit. Gut, dann nehme ich Maracuja und Litschi. Ja. Und frisch gepressten Hagebuttensaft. Ja. Und Honigmelone. Ja. Pass auf, und da tust du noch eine große Schuss Kokosmilch drüber. Moment. Was? Das hat die doch niemals. Die hat doch niemals Kokosmilch. Und die Kiwi, Quatsch, die Litschi, die musst du doch beim Chines holen. Da wäre ich mir bei Kathi nicht so sicher. Was? Hier. Deine Extramischung. Jetzt musst du doch trinken, ne? Ja, dann. Kathi, da fällt mir ein. Da fehlt noch was. Ich hab ganz vergessen. Da gehört noch eine große Schuss weiße Rum drüber. Aber nicht für 3,50 Mark. 3,50 Mark in Bar? Kathi. Bring mal ein bisschen Uhu, das hält ja nicht. Genau wie die Ehe von meinen Eltern. Die halt auch nicht. Also meinen Eltern auch dringend eine Tube vorbeibringen. Die hält auch nicht. Komm, was verstehst du denn schon davon? Mehr als du denkst. Ach. Deine Mutter, die ist irgendwie, naja, irgendwie richtig klasse. Meine Mutter hat eine totale Macke, Arti, eine totale Macke. Gut, dass du kommst, Kathi. Wir hätten nämlich noch gern zwei Kölsch. Das glaube ich, aber die müsst du woanders trinken. Ach komm, jetzt wird nicht ungemütlich. Ihr habt genug. Zusammen? Er zahlt. Mist. Ich habe gar nichts dabei. Nico, kannst du mir was leihen? War klar, ne? Das ist echt immer dasselbe mit dir. Wie viel macht's denn? 40. Danke, stimmt so. Manchmal frage ich mich, was du mit deiner Kohle machst. Ich habe mir neue Turnschuhe gekauft. Geil, was?